Herzlich willkommen, Leute, zurück zu Werdum. Heute mal wieder, wie immer, mit Leon. Hallo, Leute. Und wir werden jetzt wieder das Gewehr-Deathmatch spielen, da der Modus uns beiden ziemlich Spaß macht. Und diesmal auf der Map, weiß ich nicht, wie die Map heißt. Vergessen. Oh nein, ich glaube, das ist die Map, wo man ziemlich oft weggesniped wird. Mal schauen, ob ich mit dir raufkomme. So, was nehmen wir denn? Wir haben die Auswahl zwischen dem, zwischen der 1903 Springfield und der Lee Enfield. Aber ich glaube, ich nehme, weiß ich nicht, nehme ich die Springfield? Ne, ich nehme mal die Lee Enfield. Oder wie auch immer man das ausspricht, juckt mich nicht. Lee Enfield, mein Kollege. Von mir aus. Ja, ich habe immer noch den Namen-Bug, aber egal. Und ich spiele die Enfield M1917. Aber mal schauen, wie sie ist. Die letzte Zeit habe ich echt damit nichts getroffen. Oh, schon. Double Kill hier. Ja, da hat er mich weggemacht. Der Blue Ghost. Fängt ja schon mal gut an, Leute. Wir werden jetzt hier wie immer schön in unserem Revier rumlaufen. Da war schon wieder der Leon getötet. Ich sag einfach nichts dazu, ey. Ich sehe nur zwei Gegner, zweimal bist du es und zweimal tötest du mich. Aber irgendwo hinter dir muss auch einer gewesen sein, weil ein Schuss hinter mir auch irgendwie ankam. Er schweigt einfach. Er nimmt seinen Tod schweigend hin, Leute. Ja. Ohne Kommentar. Ja, ohne Kommentar. Oh. Dafür habe ich Paul getötet. Also Leute, wenn hier einer zuschaut, der Paul heißt, leider gibt es dich nicht mehr. Ich habe dich gerade in den Kopf weggeblasen. Mit der Kugel. Ja, ich wurde von einem Russen getötet. Nichts gegen Russen, aber naja. Die sind überall. Da hat Paul wieder an mich gerecht. Dann nehme ich mal das uralte Kommissionsgewehr. Ah, im Stacheldraht verhangen, ey, chillig. Wir sind im Stacheldraht verblutet. Ja, also das war... Hat dir keiner gesagt, dass man nicht in den Stacheldraht sich legen soll? Spawn der hinter mir. Die Lage zur Nation. Wieder blöd von der Seite. Ja, man. Kommt doch mal wieder blöd zur Seite. Die Zeit hat mir das alles heim, ey. Er schweigt und genießt seinen Tod. Ruhe in Frieden. Wieso sind die deutschen Gewehre eigentlich so lahmarschig, ey? RIP. Ja, Mann. Ich bin auch gleich RIP, ey. RIP. RIP! Da hatte ich zu langsame Reflexe, Leute, aber das juckt mich natürlich nicht. Kann mal passieren. Ich glaube, 4-3. Noch positiv. Noch ist alles in Lot. So schön gesagt, jetzt mal. Kritisch wird's erst. Wow! Da habe ich mich minimal erschrocken. Ja. Da stand einer nämlich gerade. Ah, direkt vom... Ja. Ich bin einer sozusagen auf die Waffe gelaufen. Und habe gerade einen Krampf im Bein, was richtig ätzend ist, aber es geht weg. So Leute, da merkt ihr, was ich meinte mit, man wird hier ziemlich oft weggesniped. Ich wurde ja schon zweimal weggesniped. Ich werde es auch machen. Ich könnte sogar snipen, aber... Was ich jetzt noch tue, wo ist sie? Da ist mein Gewehr 98, da ist das Snipervisier und einmal rein damit. Ja. Ey, Paul, ne? Er kommt von hinten und schlägt mich tot mit seiner Waffe, Alter. Ohne Spaß.
Jetzt läuft der Hase in die falsche Richtung, negativ um 1. Es wird Zeit, dass wir den Hasen einen Stups geben, damit er wieder in die richtige Richtung läuft. Und das Snipen ist echt schwer, weil der Zoom so hardcore riesig ist. Ey, weißt du, da töte ich einen, ne? Und direkt hinter mir kommt der nächste. Ich mache einen 360, treffe ihn nicht, er mich auch nicht und dann trifft er mich doch noch. Ey, dabei war ich gerade genau da, wo ich hin wollte, in Schützengraben. Denn da bin ich am besten in der Location. Weil ich mit der Waffe eigentlich gut auf naher Distanz bin. Da rennt gerade auf jeden Fall ein Ami rein. Morita kann ich nicht, kenn die Uniform nicht. Ich hab's sofort meine kleine Position gesehen. Ich sehe nicht viel, aber das, was ich sehe, reicht mir. Hä? Von wo? Von hinten irgendwo, von Schützengraben, ich hab's gesehen. Hinten ist doch auch noch ein Schützengraben. Ey. Das war so ein richtig belastender Tod, ich hab's nicht mal gesehen, ey, Leute. Ich sehe aber auch keine Sau. Ich höre die ganze Zeit Schüsse, aber ich sehe keinen. Ah, wir haben ihn bekommen, Leute. Er wollte uns finishen, aber wir haben ihn gefinisht. Schlecht für ihn, gut für uns. Leute, er hat nämlich einen ganz schlimmen Fehler gemacht in dem Spiel. Wir haben uns hingelegt, so hat er uns natürlich nicht so gesehen. Wir ihn schon. Man hat zwar im Liegen nicht das beste Aim, aber es hat gereicht. Doch. Um ihn. Man hat ein Liegen besseres Aim auf jeden Fall als im Stehen. Finde ich nicht. Doch hat man in der... Man ist zwar langsamer, aber die Präzision der Waffen ist höher. Genauso am besten spielt man eigentlich aus der Hocke. Merkt euch die Pro-Tipps von Leon. Das waren zwei Tipps. Du hast so ein Glück, Alter. Ich hab gerade an deinen Kopf vorbeigeschossen, ey. Scheiß Tannenbaumcamper, ey. Hoffe ich einfach mal, dass du das warst. Der Typ hat da auf jeden Fall eine Enfield in der Hand. Ich hocke meinen Tannenbaum mitten in Berlin. Okay, jetzt wird's, ne? In die falsche Richtung, Leute. Warst du das aber echt? Oh, keine Ahnung. Ich bin die ganze Zeit in Bewegung. Hat er mich echt nicht gesehen? Fuck, meine Waffe ist noch nicht nachgeladen. Oder er hat mich echt nicht gesehen, der Herr. Ich liege ganz offensichtlich eigentlich im Busch. Hast du Ladestreifen bei deiner? Ja. Geht nicht. Du kannst dich entscheiden, entweder du hast Zielfernrohr, Bajonett oder Ladestreifen oder halt das Krummmagazin. Okay. Weil ich auf jeder Waffe nur jetzt, bei der, die ich jetzt zum Beispiel habe, das Standardgewehr. Du snipest mit dem Standardgewehr? Ja. Achso. Ich darf ja alles frei. Freigeschaltet dafür. Ja gut, ne? Kann man mal machen. Das snipt er mich weg. Also, wie gesagt, das Visier kannst du im Nahkampf echt vergessen. Du musst echt schon Ziele haben, die mindestens 50 Meter weg sind, ey, sonst triffst du nichts damit. LOL! Weil du die Leute noch nicht mal in Zoom siehst. Wow! Ja. Okay, ich muss was anderes spielen. Wir haben einfach das Noob-Sniper-Battle gemacht, ich und der Typ. Was war das denn jetzt? Jetzt sind wir wieder in der Position, beziehungsweise in dem Terrain, in dem wir gut sind, Leute. Außer da kommt natürlich einer, der so Gottes-Aim hat und der direkt mit den ersten Schuss einen Headshot gibt. Der den absolut einfallsreichsten Namen der Welt hat. Einfach irgendeine Zahlenkombi. Ja. Das ist bestimmt so ein Hackcode, Leute. Wow, die Leiche ist... Ich schieße auf eine Leiche, weil die steht und hinter mir spawnt einfach einer. Ey, das ist so ätzend.
Also manchmal das Spawn-System im Verdum echt bescheiden, aber Ego-Shooter-like. Welchen Ego-Shooter hat man schon ein gutes Spawn-System? Ich kenne keinen. Könnte mir ständig über die Spawn-Systeme angehen. Mehr ein GTA sagt jetzt schon. Ach nein. In GTA. Haut heraus. In GTA. Läuft. An den Ego-Shooter natürlich, Leute. Könnte mir ständig drüber aufregen. Was seid doch mal ehrlich, wer sich noch nicht aufgeregt über irgendein Ego-Shooter-Spawn-System? Gibt doch bestimmt 1000 Leute. Jeder hasst die Spawn-Systeme irgendwo. Ey, von wo? Ey, diese Sniper sind so richtig unnötige Menschen, Alter. Die sind unnötiger als Fußpilz. Aha, haut da raus. Also Leute, wenn ihr Fußpilz habt, Marcel hasst euch. Gefühlt. Nein, ich mag euch mehr als die Sniper spielen. Wow. Und da stand ich in den Typ drin und hab durch ihn durchgeschossen. Sehr belastend. Schlecht für dich, gut für ihn, würde ich mal sagen. Ja. Juhu! Ich bin Kanickel, spring mal zu Fate. Oh, da haben wir aber einen schönen Heady gezogen. Also ich habe schon 3 Kugeln ausgehalten. Nein, war es keine 3 Kugeln. Also Leute, wow. Ihr habt gerade halt ernsthaft gesehen, was manche Leute hier in diesem Spiel machen. Es ist ein Free-to-Play. Was heißt Free-to-Play? Es ist, ich habe mich versprochen, sorry. Ich meinte natürlich nicht. Ich meinte, es ist ein frei für alle, beziehungsweise jeder gegen jeden Modus und sie haben geteamt. Das wollte ich sagen, Leute. So, ich hau mal raus, jetzt spiele ich mir den Franzacken. Was natürlich nicht heißen soll, dass wir Franzosen nicht mögen, weil mal ein kleiner Real Talk hier. Die Franzosen sind das zweitmeist vertretene Land auf unserem Kanal. Dafür sagen wir einfach mal Danke, denn eigentlich verstehen die uns ja gar nicht. Ja, und ich weiß nicht, ob sie einfach unsere Videos mögen oder Deutsch lernen wollen, aber ich find's mega fett irgendwie. Ja, mich freut's auch, dass mal andere Länder vertreten sind. Genauso des Weiteren sind bei uns vertreten Österreicher, Schweizer und Polen. Polska, Polska. Und euch... Dzień dobry an alle Polen da draußen. Dzień dobry. Und euch allen ein herzliches Willkommen, ne? Viel Spaß. Würden wir sagen, wow. Ne? Cool, da habe ich Punkte verloren an Selbstmord, weil der Franzose nicht schnell genug war. Ach, das ist die Waffe, die ich eigentlich spielen wollte, die Medford. Echt, ohne Witz, ich stech dich noch ab in diesem Game. Ich komme jetzt mit Bayonet, ich schwöre. Ich komme mit Bayonet, ich steche dich ab, Amanakoyum. Ey, das gibt's doch nicht. Ich schau mir gerade so die Waffe an. Komm, hast du da um die Ecke. Hallo. Bumm. Hier kommt Johnny. Ich mach. Ja, ich bin auf jeden Fall einen Rang aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, danke. Ich töte einen, stehe auf und krieg einen Headshot. Ich hab's gesehen. Du bist vor mir umgekippt. Ich wollte dir gerade einen Arsch stechen. Einen Arsch schieben. Hast du mitgekriegt? Einen Arsch schieben. Ja, also es hört jetzt leicht eklig an, aber ist okay, Leon. Wenn du da solche Neigungen hast, ist okay. Ja. Ich wollte dich ja nicht abstechen. Gobby, komm an. Ich habe gerade 3 in der Reihe abgestochen mit meinem Bayonet. Triple Bayonet Kill. Ey, ich wusste nicht, ob der tot ist oder ob das ein Gegner ist.
spielen, aber Marcel ist vor mir von den Punkten her. Und ich bin auch Level 4 geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin Level 8 geworden. Oh, ich habe die meisten Kopfschüsse und die meisten Abschüsse höherer Ränge. Läuft bei dir. Oh, ich bin... Lebensdauer habe ich aber immerhin etwas. Ich bin auch zweimal in den Spielermedaillen hier, das finde ich ja super. Und damit verabschieden wir uns auch von der Folge Verdum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und 16:14 kann man anbieten. Und ja, ich sag dann schon mal ciao. Haut rein, Leute. Tschüssi, Koski.